Folgendes hat sich in Studien gezeigt. Wenn man einem Menschen Morphium gibt und sagt, ihre Schmerzen gehen weg, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass mit der Morphiumgabe, wahrscheinlich intravenös oder per Pflaster, das weniger wird. Wenn man einem Menschen sagt, du kriegst jetzt Morphium, deine Schmerzen gehen weg, und man injiziert ihm Kochsalzlösung, gehen die Schmerzen zu einem großen Teil, also die gehen fast so weg, als wenn man ihm tatsächlich das Opiat geben würde. So, das ist schon angekommen. Ja? Aber es gibt noch eine andere Sache, die ist auch sehr interessant. Wenn man einem Menschen ein Opiat gibt, also Morphium injiziert zur Schmerzlinderung, und ihm sagt, du hast gerade eine Kochsalzlösung gekriegt, hoffentlich wirkt es trotzdem, dann wirkt es interessanterweise deutlich weniger, als wenn man ihm gesagt hätte, du hast gerade Morphium. Also der Placebo-Effekt. Der ist gigantisch, ja. Die Medizin, erfreulicherweise, es gibt auch in der Medizin einen Paradigmenwechsel, das ist auch wunderbar. Ja. In der Medizin ist genau das angekommen. Inzwischen gibt es einen ganzen Bereich in der Medizin, der heißt Mind Body Medicine, der sich dem verschrieben hat, das näher zu erforschen. Und das wird innerhalb der nächsten 10 Jahre garantiert die Medizin grundlegend verändert. Das ist genau das, was ich auch toll finde. Ja. Und da bist du wieder bei dem, wo du angefangen hast, also bei der Wahrnehmung des Menschen als Energie und Information, weil Information, und wir reden ja beim Placebo-Effekt über Information, ja, klar. Die Information wirkt. Wir sind ja auch bei der Homöopathie bei einer reinen Informationsmedizin. Hier wirkt ja nicht die chemische Substanz, sondern in der Theorie der Homöopathie die Information dieser Substanz. Das Verblüffende an der Homöopathie ist ja, dass die sogenannten höheren Potenzen eindeutig intensiveren Heilungsimpuls vermitteln als die sogenannten niedrigen Potenzen. In niedrigen Potenzen, D30 oder noch oder D12, ja, da ist ja sogar noch eine Substanz molekular messbar. In der C100 nichts dergleichen. Das ist wie eine Träne im Ozean. Ja. Das ist erstaunlich. Man kann kein Molekül, nicht mal mehr ein Atom nachweisen, wenn ich das richtig erinnere. Das ist schon ein absolutes Phänomen. Das ist reine Informationsmedizin. Energieinformationsmedizin ist das. Ja. Es ist auch Energie, es ist nur gebundene Energie. Ja. Und vieles andere vermitteln wir eben ja auch sonst auf einer subtilen Ebene. Da du selber ja eine singende Mutter hattest und selber gesungen hast und Saxophon gespielt, das ist Musik für dich ein ganz vertrautes Medium. Aber bei Musik vermitteln wir ja sehr viel auf einer subtilen Ebene, weil sich die Schönheit der Musik nicht sozusagen mathematisch erschließt. Sie erschließt sie in mir selbst, in aller Wirkung. Ja, immer mehr entdecke ich und gebe dieser Entdeckung auch Raum, dass es möglich ist, Menschen gesünder zu singen. Ja, sagen wir mal nicht gesund singen, das ist vielleicht ein bisschen absolute Formulierung, aber gesünder zu singen. Ich habe gerade ein Projekt, was unter dem Rubrik Healing Songs nehme ich eine CD auf, weitgehend mit der Pianistin Irina Kornilenko, also bis auf einen einzigen Song, das ist das aramäische Vaterunser, was ich vertont habe. Und das hat einen Effekt. Wenn man das hört, macht es was zu innerst. Das ist meine Überzeugung. Ja, dieser Überzeugung kann ich natürlich noch Raum geben, wenn du mir das gestattest. Gerne. Also würdest du uns etwas Heilendes vorsingen? Ja, gerne, ja. Dein Körper ist der Tempel des ewigen Gottes. Dein Körper ist der Tempel des ewigen Gottes. Also behandle ihn gut. Also behandle ihn gut. Das kommt direkt an, das spüre ich auch.
Ich meine, was passiert da? Ist das im Grunde eine Schwingung, die dann auch molekular auf mich wirkt? Die Zellen kennen das irgendwie. Es ist, als ob es eine genetische Frequenz ist. Das ist so spannend. Und ich meine, wir haben ja auch alle einen deutlichen Musikgeschmack. Das heißt, wir haben alle ein Gefühl dafür, dass wir bestimmte Musik gerne hören. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, also außer wenn er gehörgeschädigt ist, der nicht einen eigenen Musikgeschmack hat und sofort entscheiden kann, ob ihm etwas gefällt oder nicht. Der mag durch Mode oder Trends zugedeckt werden, aber wir bleiben natürlich immer empfänglich für diese Art von Energien. Es gibt eine planetenweite, menschheitsübergreifende Rezeption von Klang. Die beruht übrigens interessanterweise auf folgendem Phänomen. Es gibt einen sogenannten Stammhirnton. Das ist eine sehr, sehr hohe Frequenz, die der Mensch in der Ruheposition, wenn es ganz, ganz still ist, hört. Was auch immer der Mensch selber spricht oder singt, geht in Resonanz mit diesem Stammhirnton. Je dichter es dran ist, umso größer der Impuls. Das ist ein absolutes Phänomen. Wenn man also in einer Sprechpause einen Moment in sich hineinhört, hört man den Stammhirnton. Wenn ich singe, geht dieser Ton in Resonanz mit diesem bereits innerlich existierenden, immer, und das ist kein Tinnitus, immer da seinen Ton und Klang. Das würde aber auch heißen, dass wir heute in der Situation sind, wo vielleicht viele Menschen, wir sind hier in Berlin in einer relativ lauten Großstadt, wo wir kaum noch diesen Ruhemoment finden. Wir müssen eigentlich in ein isoliertes Studio gehen, um unseren Stammhirnton zu hören. Weil wenn ich abends im Bett liege und versuche, Stille zu finden, dann höre ich sehr, sehr viele andere Sachen, aber nicht meinen Stammhirnton. Also wenn du dich in Meditation begibst, dann hörst du diesen Stammhirnton auch, wenn es nicht vollständig still um dich herum ist. Allerdings kann man gleichermaßen sagen, natürlich leben wir in einer Zivilisation, die sehr großstadtorientiert ist. Sehr laut ist. In einer sehr lauten Welt. Und womöglich ist auch dieses sehr, sehr große Interesse an Spiritualität und Meditation als Praktik, um der Spiritualität Raum zu geben, auch darauf zurückzuführen, dass immer mehr Menschen merken, aha, dieser Raum, diese Wahrnehmung ist verengt. Die fehlt, dann möchte ich mehr weiter haben, ja. Wahrscheinlich ist das so, ja. Allerdings daraus ergibt sich noch nicht der Umkehrschluss, dass der Mensch, der in der Natur ist, geradezu automatisch meditiert. Ja, so einfach ist es auch wieder nicht. Aber ich habe zumindest selber die Erfahrung gemacht, dass es mir leichter fällt, in der natürlichen Umgebung zu meditieren. Man kann das in jedem Ort. Man kann hier am Schreibtisch meditieren. Man kann mit Sicherheit auch, wenn man ein bisschen Übung hat, sich in einen entspannten Zustand begeben. Und es gibt ja auch diverse Meditationstechniken. Trotzdem ist, und da komme ich wieder auf diese Resonanz, ist natürlich die Resonanz mit der Umgebung kann eben förderlich sein oder sie kann etwas sein, das sich erst verarbeiten muss. Ich will gar nicht sagen ablocken, aber was sozusagen viel mehr Aufwand beinhaltet in der Verarbeitung. Ja, es gibt Resonanz, die sehr schwer zu verarbeiten ist. Und ich habe erst in jüngerer Zeit zum Beispiel gelernt, wie schwer die Resonanz von Elektrosmog zu verarbeiten ist. Es ist sehr, sehr problematisch. Wir wissen noch nicht genau, wo das hingeht. Ja. Es gibt Menschen, die damit größte Schwierigkeiten haben, das zu verarbeiten. Das ist auch ganz einfach erklärbar. Das gibt es noch nicht so lange. Ja. Also der Gesang ist beispielsweise etwas, das begleitet uns. Also Jahrtausende. Ja. Und der Gesang ist eine Kraft, die wir auch jederzeit entfalten können, um, sagen wir, Probleme zu erleichtern. Das machen wir übrigens auch meistens. Ja. Das Problem ist, wenn der, also viele Menschen sind damit beschäftigt, sich selber gesünder zu singen. Ja. Sie merken, aha, jetzt wird es mir gut tun und singen beispielsweise. Allerdings, wenn ein Mensch verstummt, dann kann man sagen, das ist ungefähr so, als wenn man an einer dicht belebten Straße wohnt und man hört den Lärm nicht mehr, dann wird es richtig problematisch. Solange man den Lärm noch hört, dann braucht man sich nur wegzubewegen und zu denken, aha, hier ist mir zu laut, gehe ich mal weg. Wenn man ihn nicht mehr hört, dann hat man ein echtes Problem. Der Mensch, der zu lange verstummt und nicht mehr singt und noch nicht mehr weinen kann, der hat ein sehr, sehr großes Problem. Also dann fehlt diese innere Resonanz, ja.
Ich glaube, dass das Dasein einen großen Reichtum darstellt. Und zwar, dieser Reichtum beinhaltet beglückende Gefühle, nicht so beglückende Gefühle, also das wechselbarte Empfindungen. Es ist nicht, es ist Einseitigkeit ist dann, also ich meine, es ist natürlich schön, wenn wir immer froh sind, ja. Aber immer, wenn wir immer froh sind, werden wir trotzdem feststellen, dass womöglich Menschen, die wir sehr lieben, sterben, dann sind wir traurig, ja, das ist ganz normal. Damit, das verarbeiten wir und dann sind wir auch wieder froh. Allerdings in der Kakophonie der Kultur- und Umweltbelastung kann es sein, dass wir keinen Zugang mehr zu unserer inneren Balance finden. Diese Balance ist sehr wohl aus Trauer und Glück zusammengesetzt. Ja, das ist mal so, ist nicht immer das Gleiche. Aber diese innere Balance ist trotzdem eine, die in sich konsistent und stabil ist. Wir fallen in Abgründe, wenn wir total überfordert sind. Und das ist in der Tat so, der permanente Lärm der Alltagswelt, der kann uns so überfordern, dass wir die schwierigen Erfahrungen eben nicht mehr so leicht verarbeiten können. Und dann tickt da was aus innerlich, ja. Und dann kann es sein, dass man ein bisschen spirituellen Heiler braucht, um das wieder einigermaßen in Balance zu kriegen, ja. Aber es gibt auch viele Methoden, die da sehr hilfreich sind. Also ich will nicht so tun, als ob das spirituelle Heilerin, die spirituelle Heilerin die einzige Möglichkeit sind an der Stelle, ja. Ein anderes Ergebnis deiner Nahtoderfahrung, von denen, der du erzählt hast, den Zusammenstoß mit dem Laternenpfahl in Rumänien, war ja, dass du dich wieder an deine Kindheit erinnert hast und an deine Jugend und dich wieder mit dem tibetischen Totenbuch intensiver beschäftigt hast. Mhm. Daraus ist ja nicht nur das Buch entstanden, das Buch des Übergangs, sondern du hast auch deine sogenannten Sterbegesänge, oder das sind ja keine Gesänge von Sterbenden, sondern Sterbebegleitungsgesänge wäre das richtige Wort, entwickelt. Das sind Texte, die ich Gesänge genannt habe, um damit auszudrücken, dass es etwas, dass es wie innere Hymnen sind und dass es mehr ist als einfach eine Prosa. Es ist auch deshalb mehr, weil es auch mein Rezeptionsvermögen immer wieder sprengt. Tatsächlich lese ich die sogenannten Gesänge heute immer noch. Wo habe ich die her? Das ist nicht ganz einfach darauf zu antworten. Ich habe sie in mir gefunden. Ich habe sie in mir finden können, weil ich gespürt habe, wie sie mir eingegeben werden. Ich habe sie geträumt, ich habe sie gespürt und dann habe ich sie aufgeschrieben. Ich habe sie mit einer Geschwindigkeit aufgeschrieben, die mich selber sehr verblüfft hat. Und tatsächlich, also ich meine, welcher Autor liest in seinen eigenen Büchern? Ja, ich kenne keinen, ich tue es auch nicht. Das lese ich, habe ich immer wieder gelesen. Kürzlich habe ich alle 45 Gesänge, die ja als Leitfaden für die reisende Seele aus dem Leben heraus in die Übergangsphase des Todes zu verstehen sind, habe ich alle 45 Gesänge vertont. Das heißt, ich habe sie gesprochen und habe auch Klänge dazu entwickelt, die gewissermaßen die Sprache tragen. Und am Ende jedes Gesanges in tatsächlichen Gesang und Musikalität hineinmünden. Also ein Teil ist auch gesungen. Der Gesang, der gesprochene Text und der Gesang, der berührt einen, ja. Und es ist für mich immer noch ein Mirakel, dass etwas Unerklärliches, wirklich was mich staunen lässt, ja, dass ich das irgendwann mal aufgeschrieben habe. Ich empfinde es als eine sehr, sehr große Gnade, dass ich das durfte. Es berührt mich immer wieder sehr, wenn Menschen mir erzählen, ja, ich habe am Sterbebett meiner Mutter, habe ich die Gesänge gelesen aus dem Buch des Übergangs. Ich höre sehr, sehr häufig, wie bewegend diese Erfahrungen gewesen sind. Ich habe meiner eigenen Mutter die vorgelesen, bevor sie gestorben ist. Ich habe sie gelesen, als sie gestorben ist. Und habe sehr, sehr schöne Erfahrungen damit gemacht. Also das ist für mich eine zentrale Arbeit meines Lebens, das kann man wirklich sagen, ja.